Ja, also Legend of Zelda, Ocarina of Time, Adventurecraft Part 1, ja. Es hat auch nicht lange gedauert. Ich meine, das Bauen ist ja das Schnelle. Also ich hatte damit überhaupt keine Probleme. Ich finde, ich habe es natürlich meinen Freunden gezeigt, zum Beispiel Jimmy Beam oder JD. Und die waren echt verblüfft, wie ähnlich das aussieht. Also man kann wirklich erkennen, worum es sich dabei handelt, ja. Und ich habe jetzt mal zwei Beispielbilder genommen und die mal so hintereinander abgereiht, ja. Und man sieht die Ähnlichkeiten, ja. Also ich weiß sicherlich natürlich, dass man das nicht eins zu eins kopieren kann und das wisst ihr sicherlich auch. Also kein Stein kann genau gleich aussehen, ja. Also das ist ja auch gar nicht möglich, ja. Sowas will man vielleicht auch gar nicht. Naja, das wäre schon schön, aber ihr wisst, dass es nicht möglich ist. Aber natürlich versuche ich, das so originalgetreu zu machen wie möglich. Aber ich weiß eins, was originalgetreu geht, und zwar die Geschichte, ja. Und zwar zum Beispiel, dass das da passiert und so weiter, dass alles in der chronologische Reihenfolge bleibt und alles. Und ja, egal, ich will jetzt auch nicht so lange rumfuchteln hier, sondern erzählen, dass ich noch nicht das Release-Datum geben kann, weil mir noch ein bisschen was fehlt. Und zwar so ein bisschen das Arbeiten mit Adventurecraft. Also ihr kennt ja sicherlich, oder die Leute, die schon selber Maps erstellt haben und so weiter, es gibt ja so eine Scripts und so weiter. Mit denen kann man ja Funktionen machen und so weiter. Und damit habe ich noch ein paar Probleme, ja. Und ich hätte mir, ja, ich frag euch am besten, ja. Ich brauche jetzt keinen, der eine Map oder so bauen kann, ja. Das ist natürlich toll, dass ihr das könnt irgendwie oder so gut bauen, ne? Aber das suche ich gar nicht. Ich suche nur einen, der mir das kurz erklärt, wie man Scripts einfügen kann. Er braucht gar nicht schreiben können und so weiter. Sondern nur irgendwie einfügen kann, die irgendwie mit, wenn ich irgendwelche Blöcken verbinden kann und so weiter. Ja, Funktionen erstellen und so weiter. Das ist erstmal für mich wichtig, wie man das machen kann, ja. Ich habe mich da auseinandergesetzt mit den ganzen Sachen und so weiter. Ich weiß die größten Teile, aber dieser ganze Script-Teil und so ist mir ein bisschen noch fremd. Also da bräuchte ich mal bitte ein, zwei Freiwillige, die mir da kurz erklären, wie man sowas macht, ja? Also ihr könnt gerne eine PN an mich schreiben. Ich gebe euch dann meine Skype-Daten, wenn ihr wollt. Dann können wir entweder reden, schreiben oder sonstiges, ja? Also wie gesagt, das wäre schön, wenn mir es mal einer kurz irgendwie erklären kann oder so weiter, ja? Und ja. Dann weiß ich auch noch nicht. Es wird im ersten Part natürlich da sein. Kokiri-Dorf ist komplett fertig. Die verlorenen Wälder sind fertig. Bis zu dieser Lichtung, wo das kleine Labyrinth kommt und dann der Waldtempel. Also bis dahin ist auch alles fertig. Dann habe ich natürlich komplett den Dekobaum schon fertig. Die Funktionen fehlen halt jedoch noch. Das heißt, die ganzen Scripts, ja. Und dann weiß ich noch nicht, ob ich jetzt noch den Teil mit Zelda machen will, dass ihr zur Burg laufen müsst und so weiter. Dann muss ich natürlich das ganze Hyrule-Feld nochmal mitmachen und so weiter. Und ja, ich muss mal gucken, wie weit wir kommen, ja. Aber ich werde natürlich so schnell wie möglich den ersten Part freigeben, sodass ihr ihn testen könnt, mir die Bugs erzählen könnt und so weiter. Oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge, ja. Also, dass ihr erstmal den ersten Part spielen könnt und so weiter. Und dann irgendwann später kommt dann der zweite Part, wo ihr dann praktisch schon, ich weiß gar nicht, wie ich das machen will. Irgendwie, dass ihr da im zweiten Part irgendwie, ja, mal gucken, irgendwo anders startet, aber mit den Items habt ihr die schon alle und dann müsst ihr bloß die Geschichte weiterspielen oder so. Oder ich verknüpfe irgendwie alles, ja. Ich versuche das am besten irgendwie so einen, ja, guten Übergang zu finden. Also, nochmal zusammengefassten, Release-Datum gibt es noch nicht. Das Gebaute ist natürlich schon alles fertig, also das war auch nicht schwierig, also von mir aus. Und ich brauche jetzt nur noch Hilfe mit den ganzen Scripts und da brauche ich ein, zwei Leute, die sich damit wunderbar auskennen, ja? Okay, dann wollte ich auch, ja, schon mal Danke sagen, dass ihr es das angeguckt habt und wir sehen uns dann im nächsten Video.